Echt nice. So krass, oder? Ich kann es euch jetzt nicht zeigen, aber voll krass. Es schneit einfach und zwar richtig, richtig arg. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Schnee gesehen habe. Ich glaube, letztes Jahr hat es echt gar nicht geschneit. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber voll cool. Eliana hat es noch gar nicht gesehen. Deswegen werde ich sie jetzt mal holen. Good morning. Ich weiß gar nicht, ob es aufgenommen hat. Ich habe immer Probleme mit Technik. Aber ich habe eigentlich schon die ganze Zeit gelabert, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so, hä? Nimmt es überhaupt auf? Deswegen weiß ich nicht, ich hatte es vorher aufgenommen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich fahre gleich, also mit Hannah und so zusammen zum Bauhaus, weil wir diese Arbeitsplatte zuschneiden werden. Ich bin mal so gespannt, wie die dort reagieren. Wenn ich die hier mit so vier IKEA-Arbeitsplatten ankomme im Bauhaus. So. Hi. Was ist da Nice. draußen? Es schneit. Ganz viel Schnee. Gell? Findest du es schön? Was? Was ist? Findest du Schnee nicht schön? Soll Schnee wieder weggehen? Auch nicht. Schnee soll weg. Oh Mann, Eliana, aber Schnee ist doch was Schönes. Du kannst, wenn es richtig viel schneit, können wir Schlitten fahren. Schlitten fahren, ja? Ich glaube, Oma hat eins. Dann können wir den Berg runterfahren. Das macht Spaß. Wo ist der Berg? Ja, bei Bana haben die anscheinend schon letztes Mal voll rumgestresst. Beziehungsweise da ist einer da, so ein Jüngerer, der hat so gesagt, so, hey, ja, klar, kannst zuschneiden. Und dann war so ein Älterer da und der hat ein bisschen rumgestresst. Aber naja, und dann habe ich mir noch eine neue, also heute Morgen hat der Postbote geklingelt und die Lampe hier kam an. Die habe ich während Black Friday geshoppt. Ich habe eigentlich, glaube ich, nur so Home-Decor-Sachen geholt. Die war nämlich im Sale. Und die gleiche Lampe habe ich unten, nur ein kleiner, glaube ich. Oder ein größer. Nee, gleich groß. Auf jeden Fall, die Lampe kommt hier ins Ankleidezimmer. Und dann habe ich mir auch noch ein Buch geholt. Das kommt hier auch ins Ankleidezimmer. Bin mal gespannt, da mal reinzuschauen. Ach so, habe ich noch gar nicht gesagt. Es hat geschneit. Wow. Schön. Hoffentlich bleibt er liegen. Ich hasse nämlich Matschschnee. Ich liebe Schnee, aber ich hasse Matschschnee. So, ich habe jetzt Eliana in die Kita gebracht. War auch ganz kurz ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Ich habe ein paar Avocados gekauft und ich habe das Gefühl, irgendwie war bei uns im Supermarkt Black Friday, weil irgendwie war alles im Angebot. Deswegen habe ich auch wieder Hafermilch gekauft. Und genau, ich habe mir jetzt Frühstück auch gemacht. Und habe vergessen, dass ich Avocados gekauft habe, weil ich habe es jetzt nicht auf mein Brot geschmiert. Aber das mache ich jetzt. Und mein neuer Avocadoschneider kommt zum ersten Mal zum Einsatz. Moment. Wow. Ich hoffe, die Avocado ist gut. Wow, was eine schöne Avocado. Und ich werde jetzt nur eine Hälfte nehmen, weil die andere Hälfte brauche ich noch nicht. Und das ist jetzt mein Frühstück. Und Leo ist heute Morgen voll in Panik verfallen. Der war so, scheiße, ich mach Sommerreifen drauf. Und ich so, super. Es schneit. So schön. Wie crazy ist das? Ja. Passend zum 1. Dezember. Hi. Hi. Wir haben gestern einen TikTok gesehen, wo so ein Mädchen gesagt hat, so, ihr seid nicht fett, ihr müsst einfach nur eure Zunge nach oben schieben. Ich Oder? verstehe es bis heute noch nicht, ja. Verstehe ich bis heute nicht. Also, so ist meine Zunge normal. Und du hast den Aber wenn du die schon. nach oben schiebst, geht dein Kinn raus. Raus. Aha.
Jo? Ja, warte nochmal, mach mal die ja, flache stimmt. Zunge an den Gaumen. Ah, ne, geht auch raus. Komisch, mal bei dir. Du hast schon eine kranke Jawline. Also, so ist normal. Mhm. Hey, bei dir geht's auch raus. Und warte mal so. Ja, jetzt geht's rein. Mhm. Okay, das heißt, du musst so machen, als würdest du schlucken und kurz bevor du schluckst, beißt du sozusagen auf deine Zunge, also so. Weißt du? Nochmal was? The price you pay. Okay, warte. Also ich tue so, als würde ich schlucken und dann beiß ich auf meine Zunge. Wenn du schluckst, kurz bevor du runterschluckst, geht die Zunge ja automatisch in den Gaumen, ne? Ja, genau so. Und jetzt ist es voll so angespannt. Okay, also ich bin jetzt richtig krass angespannt. Ja. Wo bist du? Zu Hause. Du wolltest schon vorbeikommen? Ich habe schon alles geholt. Wann warst du hier? Halb neun. Ach, das warst du. Ich dachte, bei Leo gewesen. okay. Und jetzt fahren wir in den Bauhaus. Mhm. Und danach kommen wir wieder hierher, gell? Mhm. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zu Anna, holen mit Anna, also, ja. Holen das Auto, ne? Genau. Voll krass irgendwie, dass Avocado bei uns jetzt irgendwie so ein Riesending ist, weil wir, also Kato und ich, sind ja auf den Philippinen mit Avocados aufgewachsen quasi. Und für uns war Avocado schon immer eine Frucht. Ich habe das Gefühl, hier ist es mehr Gemüse als Frucht. Irgendwie bei Avocado weiß man es gar nicht, das ist irgendwie so ein Zwischending. Aber ich glaube, Avocado gehört zu den Hülsenfrüchten, ne? Also ist eine Frucht. Warum habe ich so ein schlechtes Allgemeinwissen? Ich habe sowas bestimmt schon mal gegoogelt und ich habe es vergessen. Okay, Avocado ist eine Frucht. Weil auf den Philippinen wird es auch süß gegessen. Also man isst Avocado mit Zucker. Und als wir das zum ersten Mal gesehen haben, wie man hier Avocado isst, dachten wir so, oh mein Gott, wie komisch ist das denn? Mit Salz und Pfeffer? So wie wahrscheinlich andere von uns denken würden, warum essen wir Mango mit Salz? Aber schmeckt wirklich geil. Aber Avocado mit Salz, das war für uns so, oh mein Gott, das geht gar nicht so. Weil auf den Philippinen trinkt man nämlich auch gerne Avocado-Shake. Und das macht man halt mit Zucker und Milch. Und auch allgemein die Avocado selbst. Also man hat die quasi aufgeschnitten, man hat Zucker drüber gemacht und dann hat man die so rausgelöffelt. Also es war wirklich eine Frucht, die man süß gegessen hat, weil der richtige Geschmack von der Avocado kommt erst mit Zucker richtig raus, finde ich jetzt. Ist aber auch Ansichtssache. Aber mit Salz und Pfeffer schmeckt auch gut, also ich habe mich dran gewöhnt. Aber es ist halt irgendwie so komisch, diese Umstellung. Ich war so, oh mein Gott. Es war so ungewohnt, weil, ja, weil Avocado ist irgendwie auch erst so seit 5 Jahren oder so hier ein Ding geworden. Ich habe jetzt noch ein bisschen Avocado-Topping drauf gemacht von Just Spices. Und schaut mal, was ich vom Asialaden mitgebracht habe. Und zwar einfach nur so, so Roasted Sesame, was auch immer so auf Sushi und sowas drauf ist. Dachte, why not? Ja, so, das lasse ich mir jetzt schmecken. Und ratet mal, wer seine Winterjacken noch nicht aus dem Keller rausgeholt hat. Ich bin die ganze Zeit mit so dünnen Jacken rumgelaufen. Ja, ich hole die jetzt mal raus, weil ich muss auf jeden Fall, weil sonst friere ich, ne? Wisst ihr, was für ein Lied es ist? Ratet meine Kommentare. Aber ich finde, unser Keller ist so gruselig. Ich zeig euch mal. Willkommen zu unserem Horrorkeller. Hauptsache, das ist so ein Desenio-Bild. Ich wollte ein bisschen unseren Keller verschönern, damit es nicht so gruselig aussieht. Aber der ist schon gruselig. Guckt euch mal das an. Und wir haben so viel Müll hier. Where are my winter jackets? Hier, Adi! Leute, ich bin gerade schon auf dem Weg, Eliana wieder von der Kita abzuholen. Und ich finde es so krass, weil ich habe sie gefühlt erst vor ein paar Minuten gebracht. Die Zeit geht so schnell rum, also... Ich habe sie gebracht, bin einkaufen gegangen,
habe zu Hause ein paar Anfragen beantwortet und die Zeit ist schon um gewesen. So krass. Also 3 Stunden gehen echt schnell rum. Ich habe gefühlt noch gar nichts erledigt zu Hause. Aber ja, ich hole sie jetzt auf jeden Fall ab. Und ich muss unbedingt für Iliana so richtige Schneeschuhe holen. Das hat sie nämlich tatsächlich nicht. Und auch Handschuhe für ihren Kindergarten, weil die da auch rausgehen und so weiter. Und es ist schon echt kalte Zeit. Deswegen brauche ich auf jeden Fall Handschuhe. Ich habe es noch nicht mal geschafft, mein Gesicht zu waschen, Alter. Ich sehe immer noch so aus, wie ich aufgestanden bin. Und habe auch noch genau die gleichen Sachen an, wie ich aufgestanden bin. Ja. Hilfe! Ich muss euch mal was mitteilen. Ich bin heute mitteilungsbedürftig. Ich habe ein Paket bekommen. Das hier. Sieht schon richtig weird aus irgendwie. Adressiert ist es an einen Charlie Jordan, aber an meine Adresse. Und das Paket ist aus China. Ich weiß nicht, ob ich es aufmachen soll. Ich habe irgendwie Angst. Soll ich es aufmachen? Ich mach's auf. Soll ich lieber eine Maske anziehen oder so? Nicht, dass sie sich am Namen vertan haben oder so. Charlie, Jordan, Katharina Damm hört sich doch fast ähnlich an, ne? Was ist das? Das ist Shapewear. Charlie Jordan. I'm made in China. Ich weiß nicht, made in China ist. Naja. Komisch. Wer ist denn da wieder zurück? Zu Hause. Schuhe ausziehen? Also ganz neue Schuhe. Nee, das sind Tante Katz Schuhe. Tante Katz geschenkt? Nein, Tante Katz, ich habe es von Tante Katz ausgeliehen, die Schuhe. Die waren im Kindergarten? Okay. Oh. Ich habe jetzt geduscht. Heute ist den ganzen Tag so, so dunkel, weil es ist halt richtig krass bewölkt. Es hat leider aufgehört zu schneien, also der Schnee ist leider nicht liegen geblieben, aber die nächsten Tage soll es, glaube ich, noch weiter schneien. Auf jeden Fall muss jetzt meine Haare föhnen, was ich über alles hasse, weil das so lange dauert. Ich hasse einfach Haare föhnen und ich habe schon den besten Föhn, den es gibt. Und zwar den Dyson, also das ist wirklich der beste Föhn überhaupt. Mit allen anderen Föhns dauert es noch länger. Aber ich hasse es trotzdem. Wisst ihr, was ich meine? So. Bin schon verwöhnt, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Nervig. Auf jeden Fall muss ich auch noch für Iliana die Wintersachen bestellen. Und ich habe überlegt, ob ich nicht einfach in den Laden gehen soll. Ich glaube, beim DM gibt es oft so Handschuhe und sowas für Kinder. Aber wenn ich es bestelle, dann dauert es ein paar Tage, bis es ankommt. Oder beim Aldi. Ich glaube, beim Aldi gibt es auch. Ich habe letztes Mal nämlich beim Aldi auch so Winterschuhe bzw. so Matschschuhe gesehen. Und schaue ich gleich beim Aldi vorbei. Es geht so am schnellsten und Iliana schläft gerade übrigens. Deswegen ist es hier so ruhig. Ne? Irgendwie ist es so gelb. Wir sind jetzt gerade im Bauhaus und schauen gerade nach so Schleifgeräte. Das hier geht eigentlich. 99 Euro. Also was kann man immer gebrauchen, oder? So ein Schleifgerät. Oder? Aber für was? Kannst du überlegen, was willst du denn noch machen? Also ich will noch einmal die Treppe machen. Ah, du willst die gut. Ja. Allein dafür, dann ist das okay. Lohnt sich schon, oder? Oder sowas kann man eigentlich auch ausleihen. Genau, dann, ich glaube schon. Aber du willst ja vielleicht irgendwann mal draußen noch was abschleifen, oder? Keine Ahnung. Ja, oder? Lohnt sich schon, oder? Also die Treppe willst du machen, das sind 2 Stockwerke. Dann die Tür. Die Tür. Also halt die, wo wir dann das neu gekauft haben. Willst du die abschleifen? Achso, oben. Oben. Für was kann man das noch gebrauchen? Für, wenn ich mal ein Regal oder so selber mache. Wenn du die Küche unten neu streichen willst. Ja. Lohnt sich, oder? Ich weiß es nicht. Das hat man doch eigentlich sein ganzes Leben, oder?
Ja. Wie viele Oders. Oh Mann. Krass. Schwierig. Okay, wir überlegen es nochmal und dann. Oder wir gucken. Ich frag mal, ob man hier sowas ausleihen kann. Ja, und dann frag mal, wie teuer das ist. Genau. 30, 40 Euro kostet plus. Ja. Da kann ich gleich einkaufen. Nicht einkaufen. Ja, guck mal, dass das, was du hast, gell? Ja. Aber ich brauche nur ein Stativ eigentlich dafür. Gehen wir jetzt gleich zu der Holzabteilung und fragen jetzt einfach mal ganz dreist. Tut mir leid. Fragen jetzt einfach mal ganz dreist. Dürfen wir unsere IKEA-Arbeitsplatte hier zuschneiden lassen? Wünscht uns Glück. Jetzt ist das Bild irgendwie nicht mehr so gelb. Na egal. So, fertig geföhnt. Meine Haare sind noch ein bisschen feucht und irgendwie sehen die gerade richtig dry aus. Aber eigentlich sind sie gar nicht so trocken. Es gibt Menschen, die lieben es, Haare zu föhnen. Oder lieben, beziehungsweise lieben generell dieses Föhngeräusch. Also man sagt ja auch, dass wenn man Babys, man sagt ja auch, dass es Babys beruhigt. Also dieses Haare föhnen, das war bei Eliana nicht so. Und die Palmes, also Paddy und Katrin, die lieben es auch, sich die Haare zu föhnen und allgemein ihr Körper zu föhnen. Und die gehen auch manchmal mit dem Föhn ins Bett, was man auf jeden Fall nicht machen sollte. Aber richtig weird. Übrigens, wir sind noch befreundet. Das fragen immer so viele, warum wir uns nicht mehr mit den Palmes treffen oder warum wir nicht mehr sehen. Ja, ganz einfach, aufgrund der aktuellen Situation können wir uns halt nicht so oft sehen und deswegen sind wir eher viel auf FaceTime, also wir telefonieren viel und so, haben auch eine Gruppe, wo wir uns regelmäßig austauschen, aber wir sehen uns momentan halt einfach nicht so viel und ja, deswegen, that's it. Okay, Leute, wir hatten Glück. Er hat gesagt, er kann es mir zuschneiden, aber der war so komisch. Zuerst hat er gesagt so, ja, von Ihnen mitgebrachte Arbeitsplatten, nee, das können wir nicht machen. Und ich so, komisch, hab's nämlich letztes Mal hier auch schon zuschneiden lassen und da ging's. Und dann hat er gesagt, nee, das kann ich leider nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie vielleicht, wo ich noch irgendwie hingehen kann? Dann hat er gesagt, wie wollen Sie es denn zuschneiden? Ich so, ja, eigentlich nur von der Länge halt etwas entfernen. Ja, das kann ich machen. Denke ich mir so, wie soll ich's? Sag's doch gleich, weißt du, wie soll ich es denn sonst anders zuschneiden? Ich will keine Sonne in meine Arbeitsplatte reinschneiden oder ein Mandala. Ich will nur von der Länge. Ich so, nur von der Tiefe und von der Länge. Ich glaube, es müsste gehen, oder? Weil wir haben sonst eine 20er. Na, hat gesagt, ja, das ist halt auf mein eigenes Risiko, wenn die Arbeitsplatte kaputt geht. Ich so, okay. Ich weiß, was soll sagen, kaputt gehen, Alter, wenn du nur an einem Dings, wenn du nur einmal so die Länge schneidest, oder? Meine Lippen sind so trocken, ich muss sie kurz mal behandeln. By the way, jetzt haue ich Insider raus. Und zwar machen wir gerade mit Anda einen Lip Balm. Und den trage ich jetzt gerade auf. Ich finde ihn echt sehr, sehr nice von der Konsistenz und auch von der Pflege her. Finde ich den echt sehr, sehr schön. Den verwende ich jetzt aktuell seit 3 Wochen ungefähr, oder? 2 Wochen, 3 Wochen? Also noch relativ frisch. Oh, what's this? Healthy Glow Serum, muss natürlich auch drauf. So. Meine Augencreme ist momentan die von, was heißt momentan? Ich habe die schon die ganze Zeit. Kiehl's Creamy Eye Treatment und zwar dieses with Avocado. Ich finde es sehr, sehr nice. Es ist halt echt super reichhaltig, aber. Also, ich habe jetzt zum Glück nicht so extreme Augenringe, aber ich habe das Gefühl, es kommt langsam. Ja. Wir haben es geschafft, Leute. Ey, der Typ und wir waren am Ende so komplett verwirrt. So, wie viel brauchen wir jetzt von was und was? Und einmal hat er auch was Falsches ausgeschnitten. Ist so nicht schlimm. Zum Glück war das nur so ein kleines Stück. Jetzt wird Tetris gespielt. Alter, ich hoffe, ja, weil es sind jetzt so viele Reste und ich hoffe, wir haben richtig. Darüber, ich habe. Also in meinem Kopf war schon, diese zwei Dinger waren für die lange Seite, die anderen zwei waren für die kurze Seite und dann der Rest für die Schuhschränke. Also und das TV-Ding. Das müsste eigentlich schon passen. Oder? We will see. Und es hat einfach nichts gekostet, es war kostenlos. Eigentlich ist es nicht. Also eigentlich darf man das nicht machen, glaube ich. Also ich glaube, es macht, glaube ich, nicht jeder Baumarkt. Und am Ende war ich so richtig übertrieben freundlich und dann hat er auch mal gelächelt. Ich war so richtig schlecht gelaunt.
Und die Schleifmaschine haben wir doch nicht gekauft. Oh, die Schleifmaschine haben wir doch nicht gekauft. Wir haben jetzt gar kein Schleifgerät gekauft. Ja, weil ihr wollt auch, dass du Schleifpapier kaufst. Ich weiß. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ey, mir ist so heiß. Ey, das merke ich. Also am Winter, ich hasse das. Mit diesen im Winterjacken ins Geschäft gehen, da ist richtig heiß. Man schwitzt die ganze Zeit. Deswegen macht auch Shoppen im Winter gar keinen Spaß. Gar keinen Spaß. Bitte lässt uns vor, weil ansonsten würde das nicht passen. Ja, ich gebe das nicht vor, oder? Mal kurz in die Oma reingehen. Danke. Fun Fact, Yannick hat mal in einem Bauhaus gearbeitet, also in einem Tum-Baumarkt. Tum-Baumarkt. Und wir mussten immer sagen, was kann ich für sie tun? Bedimmts. <Ja. lacht> Das hat ich bis heute noch nicht. Aber es war eigentlich ganz cool. Ich habe in der Garten- und Außenmöbelabteilung gearbeitet. Und so. Ich finde es eigentlich Zäune der beste Bereich, finde ich. Ja, es war echt cool. Und ich muss auch echt sagen, ich habe voll viel gelernt. Ja. Ich weiß viel über Blumen. Ja, das stimmt. Und wir mussten so viele Möbel aufbauen. Ich kann gut Möbel aufbauen. Call me. Das kann ich nicht. Singen. Da lief gute Musik, ich kann singen. Ja, ich habe aber auch nur 1,5 Jahre dort gearbeitet. Hattet ihr aber so einen Song? So einen Baumarkt-Song? So. Nee. Bei Tum Baumarkt gibt's immer was Gutes. Bei Pflanzen, bei Garten, bei. Wie sonst? Okay. Nee. Mhm. Wo gehen wir jetzt hin? Einkaufen! Das hast du jetzt aber süß gesagt. Ja, ganz wichtig, weil wir müssen alles sauber machen wegen Corona. Yay! Hier auch? Ja! Ja! Los geht's! Okay. Ey, eigentlich bin ich, also ich bin die perfekte Moderatorin für den Kinderkanal. Ja, echt so. Ja, finde ich auch. Kika, schreib mich an. Also falls ihr jemanden noch braucht. Was hat John gesagt? Das ist John. Das ist John? Ja. Hallo John. Hallo John. Hi. Was hat John gesagt? Ich bin ein Kokoba. Yay. Ja, ich bin ein YouTuber. Yay, ein Kokoba. Los geht's! Und los geht's! Einkaufen! Yay! Und dann machst du deinen Fuß hoch. Wow! Nochmal! Wow! Mit dem Fuß. Soll ich auch machen? Drei. Du musst auch deinen Fuß hoch machen. Ah. Okay, gut, jetzt gehen wir einkaufen. Ganz fest. Ah. Ganz fest. Ganz fest. Es geht. Okay. Das ist dein Stalker. Ich habe meine Ohren! Das ist dein Zimmer? Ja. Kennst du es noch? Ach so, ja. Einkaufen. Haben wir es schon gesagt? Yeah. Habt ihr schon gesagt? Ich weiß es nicht. Nein. Okay, sollen wir es sagen? Ja, komm, ich sag's. Okay, auf drei. Ich hoffe, es kann sagen. Ja, ich glaube schon. Okay. Okay, wir sagen auf drei das, was uns in den Kopf kommt, okay? Okay. Warte mal, um was geht's? Ich brauche ein bisschen. Nein, du musst einfach mal sagen, okay. Das muss jetzt Telepathie sein, Kat. Okay. Mal gucken, ob wir sowas finden. Eins, zwei, drei. Janik geht nach Hause. Was auch wieso? Janik geht nach Hause. Ist das? Also, ja, also Janik geht morgen nach Hause nach 2 Monaten, oder? Ja. Ja. Und das wird richtig komisch sein, wenn Janik nicht mehr da ist. Na, keine Ahnung, geht was. Ja. Ich hoffe, ihr guckt unsere Vlogs trotzdem noch weiter, wenn Janik nicht dabei ist. Ich würde gucken, ja, meine Sachen. Die schreiben mir alle so. Ich liebe deine Stories. Vor allem, wenn du bei Anna und Kat bist. Ich liebe deine Vlogs. Vor allem, wenn du bei Anna und Kat bist. Ich bin so, okay, das sonst. Ja, bei uns ist unser Vlogs. Janik ist echt richtig sympathisch und witzig. Ja, und jetzt gucken sie uns nicht mehr, wenn er nicht mehr da ist. Gut. Liana? Meine Handschuhe an. Ah ja, stimmt. Wir können uns keine Handschuhe leisten, deswegen nimmst du sich Socken. Also, wir gehen jetzt einkaufen und danach holen wir Sushi ab. Ja, was haben die denn gesagt? Wie lange es braucht? 1 Stunde. Also, okay. Wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Aber ich nehme für Eliana noch ein bisschen. Ja, warte. Ich nehme für Eliana noch was zum Trinken mit, weil sie kriegt bestimmt Durst.
wenn wir eine Stunde unterwegs sind. Und das haben auch welche gefragt, warum Eliana noch aus der Flasche trinkt. Weil sie es will. Also wir haben auch diese normalen Flaschen, diese ohne, also ohne Sauger, sondern die, wo man normal trinkt, oder beziehungsweise wie aus dem Strohhalm, aber die sind irgendwie so scheiße zu reinigen. Warum haben wir immer... Hast du... Juli! Der macht immer neue Flaschen auf, obwohl es im Kühlschrank noch welche gibt. So nervig. Jetzt einkaufen, Jana! Einkaufen! Was isst du da? Sushi! Falsch! Etwas trinken auch. Und Jana, was ist das? Etwas trinken. Ja. Sushi. Das ist Spinatsalat. Das ist wie Sushi. Wie Sushi, genau. Ja. Aber das ist Spinatsalat. Lecker. So, das ist pure. Das war's. Ja, was ist was? Das ist auch noch das gleiche bei dir. Ja, guck, dann haben wir es doch vergessen. Warum? Ja, weil das nur einmal Treckermark hier ist. Ich hab dreimal gesagt. Wir lieben Sushi Duan. Ich vergesse immer was, Alter. Ja, und was sage ich immer? Ja, direkt nachgucken, Mama. So, wir spielen jetzt ein Spiel. Und zwar sagen wir eine Kategorie und dann auf drei müssen wir einfach ein Wort sagen, was uns als erstes einfällt, okay? Mhm. Okay. Und das Witzige dabei ist, dass wir dann hoffentlich das gleiche Wort sagen. Genau. Mal gucken, ob wir so gleich ticken. Also richtig sinnlos, dieses Spiel eigentlich war. Okay, von so einer einfach anfangen? Musiker. Ah, okay. Musiker. Okay. 3, 2, 1. Shawn Mendes. Was? Krass. Das ist nicht so lustig. Ist nicht so lustig? Ja. Okay. Hater. Okay, nächste Kategorie. Okay, ist immer noch Musiker? Okay, so. Lass nochmal Musik machen. Okay, okay, mal gucken. Das spannend. Okay, 2, 1. Billie Eilish. Das ist so lustig. Doch, ja, das ist witzig. Wir finden das witzig. Du bist witzig. Danke. Mhm. Das ist Miley Cyrus geworden. Das haben wir abgesprochen. Kein Kack. Okay, jetzt machen wir es gleich. Okay, Musiker, ne? Aha, also ich hoffe, ihr wisst, was ich jetzt sage. Ich auch. Okay, 3, 2, 1. Dua Lipa! Wie schlecht sind wir eigentlich? Was hast du schon gesagt, Dua Lipa? Okay. Ich habe extra da vorne so angeguckt, so, weißt du? Okay, okay, jetzt haben wir eine andere Kategorie und zwar Urlaubsort, okay? Urlaubsort. 3, 2, 1. Chagau! Ja, okay. Philippinen, Chagau, das zählt. So, okay. Ich war so, ich sag jetzt Philippinen, ich war so, warum wir sehen das nicht als Heimatort, sondern als Urlaubsort. Ich hab das Dubai lang. Ja. Okay, nächster Urlaubsort. Okay, okay. Dubai können wir jetzt nicht sagen. Nee, ist schon vorbei. Okay, jetzt wird's spannend. Oh mein Gott, warte kurz, ich muss kurz überlegen. Ich weiß, was ich sag. Ich nehme einfach das, was mir als erstes in den Kopf kommt. Okay. 3, 2, 1. LA! Ja. Weißt du, warum? Weißt du, warum ich überlege, in der Gruppe geschrieben habe? Ja, und weißt du, was ich überlegt habe? Ich wollte zuerst in Malediven und dann dachte ich so, safe sagt Yannick LA. Ja, ah, ich, war okay. Auch, ich wollte auch sagen, Malediven, dachte so, oh, die sagen safe Malediven. Ja, aber das wäre ja dann wirklich das Erste, was euch in den Sinn gekommen ist. Deswegen sollte man ja eigentlich nicht, warte, ich muss mal erst mal überlegen. Also man muss wirklich das sagen, was man zuerst sagt. Okay. Wow. Was gibt es noch so für Kategorien? Mm. Sehr viele. Serien. Okay. Okay, 3, 2, 1. Baby Hotel. Hotel. Was hast du gesagt? Baby Hotel, da wir auch noch drüber geredet haben. Da. Eliana, willst du mitmachen? Okay, jetzt zum Beispiel Lieblingsfilm. Lieblingsfilm, oh mein Gott. Da muss ich kurz überlegen, fangen gerade keinen Film ein. Okay. Ja, warte, heißen die okay. Filme? Ja, okay. Mir fällt gerade kein Film ein. Ja, mir fällt auch gar nichts ein. 3, 2, 1. Harry Potter. Was? Harry Potter. Das ist nicht so lustig. Ist ein Prestige. Kann ich QP haben? Thanks.
Oder Q-Pie, Q-Pie. Ich habe gar keinen Lieblingsfilm. Also Tribut von Panem sind schon meine Lieblingsfilme. Sind schon geil. Echt? Würdest du wirklich sagen, ich finde die auch geil, aber ich würde jetzt nicht sagen so... Ja, aber dadurch, dass ich keinen hab, sage ich immer Tribut von Panem. Das ist ein Hab, weißt du? Und ich mache die schon sehr gerne. Boah, Harry Potter finde ich halt auch geil. Und da habe ich sogar die Bücher gelesen. Sollen wir nochmal machen? Ja. Eine Zahl. Ja. Zwischen? Ja, also zwischen 1 und 10 einfach. Okay, 3, 2, 1, 7. Haben wir alle gerade 7 gedacht? Mhm. Ja. Ich glaube, man sagt immer 7, oder? Bei sowas. Ich okay, jetzt auf 1 bis 100. Okay, 3, 2, 1, 63. Was hast du gesagt? 24. Ach so, 57. 63. Ich war so. Dein Blick. Okay, ich schalte nichts mehr ein. Ja, tschüss. Tschüss.